Hallo, ich bin heute schauen wir uns das Video an, und zwar TikToks Julia Beautics Fremdgehen. Okay, Feature Gnü, Schlexify und Renzo. Schlexify, Alter, perfekt. Was wollt ihr von mir? Ich habe kein Geld. Ein special Video, by the way, weil wir auf TikTok gehen. Sorry, TikTok, vorne mal. So. Was wollt ihr von mir? Ich habe kein Geld. Warte, normal, anders muss Ton. Ich finde doof, dass immer so flackern muss, immer so. Hör auf zu flackern. Schnauze. Nochmal von vorne. Album nächsten 5. Was wollt ihr von mir? Ich habe kein Geld. Ein special Video, by the way. Ihr müsst die Cap hinlegen, dann kann er Geld einsammeln. Weil wir auf TikTok gehen, eine Plattform, die wir natürlich kennen, aber heute schauen wir mal nach den Hashtags mit unseren Namen. Ah ja, deswegen die Edits und so weiter. Verstehe, verstehe, verstehe. Ich muss aber irgendwo leiser machen. Hier in mein Ohr, glaube ich. Ja, mit dem Ohr ein bisschen leiser machen. Ein bisschen zu laut. Ah, ist zu leise. So, bei euch müsste echt dieselbe Tonlage wie sonst auch immer sein, denke ich. Hoffe ich. Kannst du die Gitarre nehmen? Die ist eh von Rezo. Kannst du auch werfen. Ja, weil die dürfen wir behalten. Echt jetzt? Also bis morgen. Ich bin ein gütiger Boss. So. Gönnerhafter Boss. Bisschen Gin getrunken. Ein gütiger Boss. Wir schauen uns jetzt auf TikTok. Und ein ginniger Boss wegen Gin. Uns selber an, weil wir einfach so Narzissten sind. Ich habe noch nie nach mir selber gesucht. Aber schon bei Google schon, jeden Tag. Dann schon, aber nicht auf TikTok. Ich folge zwar so ein, zwei Leuten, die lustige Edits von mir machen, aber oft sind es immer diese, es fängt was an und dann kommt diese laute Musik und dann kommt diese Bildtwist und dann wackelt es und dann kommt das nächste, dann ist es wieder laut. Dann wirst du geschippt, wirst du mit irgendjemandem geschippt? Ich Beispiel wurde mit der Lara schon geschippt. Obwohl auch dabei warst, dann haben wir doch versucht einzuparken. Warum lachst du denn? Direkt geht im Kopf die Fantasie ab, wenn du mit offenem Mund da sitzt. Weil ich einen nackten Arsch gerade gesehen habe. Ach, Mann. Ich hab ihn verpasst. Wurde aber schon damals auch so vor 8 Jahren ganz oft mit Melina geschippt, dann auch mal mit Kelly. Man ist immer mit den Leuten zusammen, mit denen man aufnimmt. Voll, das ist, aber auch, das ist aber auch wirklich so. Das ist aber wirklich so. So, wir schauen einfach mal direkt hier. Ich werde mit jedem geschippt, also. Ja. Ja, ja. Warum ist das? Das ist einfach du, ist unser Greenscreen-Video, geil. Ja. Aber auch noch das kann man gar nicht. Aber das hier, hast du das nicht genug? Nein, reicht es. Das schreibt richtig geil. Nu gefällt das. Vor allem noch diese animierten Blitzkrieg. Ist gerade gekommen. Ist das Maxi Stimme? Oh. Wenn das so ein 14-jähriges Mädchen so, die checkt gar nicht was. Okay, 14-jährige Mädchen checken schon einiges. Okay, ich nehme es zurück. Nox, danke für den Sub. Dankeschön. Kuss geht raus. 15 Monate. Ehre. Ich finde auf jeden Fall, dass Renzos Beitrag in diesem Video sehr, sehr krass ist gerade, ja. Das ist deine Stimme, ne? Ich enthalte mich. Du hast mir eben noch gesagt, du weißt gar nicht, ob es wirklich deine Stimme ist. Ja, aber anscheinend ist der Song nämlich 2016 oder so rausgekommen. Und da. Das war dein Jahr, das höre ich jetzt. Okay, sogar. Dann ist es mein Jahr, weil du das gerade bestätigt, es ist mein Stimme. Ja. Natürlich. Ich brauche keinen Stimme mehr machen, ich mach das nicht mehr. Nie wieder, ich bin nie raus. Nie wieder, nie wieder. Bah! Oh, sorry. Maxi, bist du das denn wirklich? Ja. Was? Echt? Nein. Also, unpopular opinion, aber ich finde Babys schon hässlich. Also, Frischgeborene sehen aus wie so Küken, die aus dem Nest gefallen sind. Oder wie Kartoffeln so. Das ist sehr anders aus. Sehr guter Vergleich, so Kartoffeln oder wie Küken, die aus dem Nest gefallen sind. Perfekt, finde ich gut. Ja, aber Küken, die aus dem Nest gefallen sind, stimmt schon ziemlich gut, ja. Ich finde, die sehen schon so aus wie so kleine Dämonen. Die ja, so kleine Gollums. Ja. Aber ich finde, wenn dann so frischgeborene Mütter kommen und dir so ihr Kind zeigen und da hängt noch so das ganze Zeug aus dem Bauch dran, sagen, guck mal, es ist süß. Und ich so, nein. Als ob das passiert. Ja, ist mir schon passiert. Was? Ja, ich habe in meiner Familie schon Leute, die Kinder bekommen haben. Aber türkische Familie ist eh viel, also viel familiärer. Genau, ich muss das rausholen. Oh, Maxi. Damn, mein Ass ist ja richtig gut gewesen. Ja, look at this, ey. Maxi direkt auf den Ass. Oh, mein Ass, Alter. Alles klar. Oh, wow. Oh, ja, hey, den muss ich mir. Nur, wo guckst du hin? Hey, du, sorry, ich muss gucken, ob mein Sohn gut ausgeprägten Arsch hat, um das überhaupt in der Welt draußen überlebt. Ey, sagt ihr das, erklärt ihr das eigentlich euren Kindern irgendwann? Unseren Kindern?
Ich hab die Hosen an in der Beziehung, sag ich mal. Ich hatte sie, ist meine Mom. Im Saarland, ja. Also nicht zusammen Kinder haben. Achso, wenn wir jeder, also mit getrennt. Mama, also, ich hab dein Video gesehen. Dann sag ich meinen Kindern, von hinten lockt's, von vorne schockt's. Und das Kind sagt so, cool, Mama, ich hab nichts verstanden. Nochmal auf Deutsch, bitte. Also ich sehe jetzt gerade sowas, der Anfangsbuchstabe dieser Person, die du küssen wirst. Ah. Das ist cool, echt, ne? Das ist ein Julien. Julien. Ich dachte so, hä? Ja. Magst du es nicht kommentieren? Ja doch. Let's go. Das H ist von ihrem Witz. Das habe ich dann quasi übertragen als Running Gag. Ja, aber das Let's go ist ja schon sehr auffordernd. Ja, das ist eine Ansage auf jeden Fall, sehr direkt. Zu spät. Das ist ja richtig gut. Ich muss jetzt küssen gehen, wa? Ich kann nicht beschreiben, wie glücklich ich bin, dass es Ju, Rezo, Maxi und Gnu. Wir machen dir die Herzen. Glücklich. So. Oh, das ist ein erster Versuch, Leute. Sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Ich kann das. Ich kann das, Leute. Ha! Ich habe viele TikToks geguckt, wo die es machen. Jetzt habe ich es direkt. First try. Ja. Das, ich kann es nicht. Ich fühle mich absolut geistig. So ist das, ihr Noobs. Genau. Ja. Alter Maxi, ne? Oh ja, da habe ich ja mit dir gemacht. Oh, wie gut. Dein Gesicht ausdruck. Und ich habe ihn ja auch mit Schlagen gemacht. Aber hast du eigentlich Geschwister? Drei Stück. Aber. Er hat drei Geschwister, echt? Ich gar nicht. Nicht mehr offiziell, oder? Nicht mehr. Nee, nicht mehr. Aber ja, ist das geil. Ja. Schwester, Bruder. Ist der auch so? Nee, Gott sei Dank nicht. Hast du eine größere Schwester? Nee. Schade. Bin ich die Einzige? Ah, schade. Schon direkt schade. Die sich vorstellt, wie Julian Bam diesen Part genauso rappt. Ich bin fertig. Warte mal, ich glaube, ich muss kotzen. Nein, nein, doch nicht. Okay, wir können aufnehmen. Ich piss auf das Mic und die Mucke klingt fetter als 90% der Hurensohn-Rapper. Ja, ich rap manchmal. Okay, ja, die shippt auf jeden Fall sehr hart. Ju mit sich selbst, ja. Okay. Ein bisschen so. Unangenehm. Ich hab's. Ach so, die Bewegung meinte sie. Ach so, das meinte sie. Ich dachte, okay. Jetzt habe ich gecheckt, warum sie so rumhampelt, okay. Jetzt. Ich hab ja gesehen, hast du das gehört. Du hast du schon gerappt und für Maxi und es ging um. Das war sehr traurig. Aber rappig sehe ich dann so aus. Ja. Ja, du machst immer so. Genau, das war den Halsesteig. Ey, wie viele haben da dreckige Fantasien? Das wäre das eine geile Szene. Ah, der wird gerade erwürgt, Maxify. Aber gut, dass ich es nicht sehe, das zensiert. Ich bin Zensurbalken quasi für euch, um euch zu schützen, Leute. Ich tue es für euch. Alter. Es ist nicht mal geil. Was schreiben da die Leute? Das macht ihr Jungs also in eurer Freizeit. Die kriegen, glaube ich, voll das falsche Bild von uns. Nee, ich glaube, die kriegen ein richtig gutes Bild. Oh mein Gott, das ist schon live. Die Story habe ich gestern gemacht. Wissen die über, was passiert ist in dem Moment? Das kommt voll komisch rüber. Ja, natürlich kommt es komisch rüber. Ja, könnt ihr es mal erklären, was passiert Soll ist? Soll ich euch sagen, was da wirklich passiert ist? Das seht ihr in meinem Video. Korrekt. Das endet jetzt in meiner Story. Till werden die von Tim durchgespielt. Rezo, setz dich einmal bitte auf dich selbst drauf. Das sind beide Fantasien. Jetzt sind sie dabei. Ja, und jetzt fühlt sich krass an, oder? Das hält mir stärker, als wäre ich nicht alleine. Aber ich bin trotzdem ich. Sieht doch cool aus. Ja, das ist mein Schutzengel. He's watching over me. Da krieg ich direkt Gänsehaut im Nacken irgendwie so. Ich freue mich, dass jemand hinter mir ist. Maxi ist so krass. Ja, jetzt sieht wieder aus wie am Anfang. Willst du was sagen? So sieht es jetzt gerade nicht aus, aber. Du siehst ja, hat dich aus. Ja, aber es sieht aus wie deine Windel an. Hat dich da aus. Nicht so mehr. Maxi dürfte mich definitiv Daddy nennen. Ganz ehrlich, zwischen meinen zwei Daddys bin ich nicht einfach. Ey, Gott, ich schäme mich voll, wa? Ah, hey, du dich auch? Ah, cool. Schön, du dich auch, Karl. Oh Mann, das ist so. Wie immer eine geile Kombi, ja. Achso, ja. Ja. Ich dachte, dir gefällt es. Oh, ja, absolut. Maxi, ey. Du musst auch, Maxi, einmal die Beine ausreiben. Was? Außer du möchtest, ich halte dich nicht auf. Werde ich auch gefragt?
Du hast überhaupt nichts zu melden. Also, ist das Wirken? Ist das irgendwie so ein bisschen anime-technisch, dieses Oh nein, Senpai mach's nicht? Ich glaube, es kommt nicht aus Anime, es kommt einfach ganz normal aus dem Bereich. Es gibt Menschen, die stehen da drauf. Ja, aber steht deine Community? Alle stehen hier drauf. Ja, meine Community steht safe darauf. Also wir stehen nicht drauf, dass Maxi gewirkt wird. Wenn doch, dann lade ich da ein Video. Bei so und so viel Likes wird Maxi gewirkt. Gewirkt vom Gnu. Sag eine Zahl. 50.000. Ja, okay. Dann wird's lange dauern. Okay, ich like, Leute. Ich will's nicht sehen. Ich supporte nur diejenigen, die es sehen wollen. Ja. Oh, ey, ich falsch gemacht. Ei! Ach, egal. Oh nein. Diese Moves. Das war ihr Mord. Das ist egal. Das bin ich im Club machen. Das habe ich meinen Freund kennengelernt. Lernt diese Moves, die sind wichtig. Ja, so kriegt ihr jeden, Mann. Ohne Job. Let's go. Knulli. Das Huhn, ey. Okay. Wie sah ich denn da aus? Das ist ja auch voll krass geschminkt. So kennen wir dich gar nicht. Ja, da hatte ich, glaube ich, so eine Midlife-Crisis. Da bin ich so eine Jasmin. Ja, so ein bisschen exotisch. Ja, genau. Du könntest bei Aladdin einfach perfekt Jasmin sein, ne? Ja, aber mich hat niemand gefragt. Ich wäre voll Aladdin. Ich war ja auch Aladdin. Jasmin! Ich war ja auch Aladdin. Walladin. Ich war Walladin. Das war mein Sims-Video. Ey, ich erinnere mich gar nicht mehr, weil ich es einfach verdrängt habe. Ja. Ja, aber jetzt ist es halt ein hotter Clip geworden. Yeah. Maxi sein. Fand die Gurke. Lobby auch forever. Da läuft's. Oh, yo. Warum gucke ich mir die ganze Zeit? Und da noch die Gurke und den Smiley gepostet. Ist es im Namen? Ja, das sagt ja schon alles. Oh, denn der Song auch noch. I could be a better boyfriend than him. Alles klar, okay. Okay. Ah, voll lustig. Die hat ja einen Freund, ne? Das ist ja der Freund. Mhm. Ich glaube, die denken, dass ich das bin. Nein. Shirt an, ne? Die denken, ich bin das. Nee, er hat auch kein Shirt an. Mit dir. Ja, du bist fremd. Ach so. Sie geht fremd. Im Song heißt es ja auch, I could be a better boyfriend than him. Als er, der Freund ist. Could be er, Jude, der bessere Boyfriend. That's the logic. Findest du den Logic heißt Logic. Wieso besser zusammenpassen? Diese fremdgoing TikTok-Clips, ich kann nicht mehr. What if I turn Julian Bam into an anime character? Oh, okay. Oh, James Bray. Ja. James Bray. Kennst du das? Das kenne ich, glaube ich, sogar, ja. James Bray, das ist ja richtig. Obwohl, das weiß ich gar nicht, ob ich das kenne. Boah, cool. Alter, so ein bisschen Gara-Vibes, finde ich. Voll, Bro, wie fresh ich da nice aus. Ich fühle mich cool, als ich bin, war. Was kommt jetzt noch? Immer sagst du dieses war. Hat das schon immer gesagt? Jetzt ist das Neueste. Immer dieses war. Cooler war. Wie war? War. Ich höre nur dieses war die ganze Zeit. Das ist halt eingebrannt, mein Hirn. Dein Logo. Dein altes. Oh, Flying Panda, cool. Das ist sogar noch krass. Voll cool. Mega. Boah, wie fresh der aussieht. Guck mich ja jetzt mal an. So sehe ich wirklich aus. Das ist die Realität. Nein, ist überhaupt nicht dann wieder. Nein, ist deine. Keiner macht das. Nein, wir können den jetzt ja auch wir bewegen. Wir fassen dich auch gar nicht an. Mein Gott, ey. Hey, was machst du denn so? Ja. Hatte die Beine auseinander. Hey, oh Leute, Gott, ihr bietet das. Alles klar. Alles klar, da schüttelt's mich. Alles klar. Ich wette mit euch, das ist alles auf Snoo-Snoo-Seiten bestimmt hochgeladen. Ja. Maxi, was ist denn los mit dir? Was machst du denn? Denn? Ey, das ist voll alt. Ja, aber das ist ja trotzdem, du. Maxi, ich in Dauerschleife abspielen lassen? Ja, was wir so machen müssen, wir müssen das mal Gender switchen und dann hochladen. Voll. Oder... Das würden viele feiern, glaube ich, ja. Deepfake gibt's viele heutzutage. Lieber nicht. Mein Kollege Vincent Lee macht das. Was schreiben denn da die Leute dazu? Noch alle haben heute gesagt, dass ich mich wie Maxi anhöre, wo ich das erste Mal zum Spaß gestöhnt habe. Maxi, du bringst junge Menschen dazu, vor anderen zu stöhnen. Das ist wahrscheinlich ein gutes Vorbild. Danke, dass du mir gerade mein Leben gerettet. Haha, brauche es dringend für ein Video. Die gieren ja richtig danach. Ja, was für Videos wohl? Oha,
das ist voll die Ehre für mich. Ja, das ist dieses alte, ich hab's verdeckt wieder. Aber hier zum Beispiel steht gerade Julian Bam und dann dieser schlechte Beat war dann hier, Goodbye und so, ja. Und das ist ja dieser Rapper da, der durch die Decke ging. Der hat früher auch Videos gemacht. Und ich habe den Namen vergessen, aber der war auch cool. Und dann hat Musik gemacht und die gehen auch durch die Decke, die Songs, ja. Von ihm zum Beispiel. TikTok-Song. Ach, keine Ahnung, ein bisschen nachgucken. Ja, ich weiß den Namen nicht mehr, wie soll ich denn googeln? Aber eingeben, perfekt. Oh, warte, ich bin wieder drüber. Weiter geht's. Oh nein! Aha, das ist voll die Ehre für mich. Filthy Frank, ja, ne? Dein Künstlername Frank, genau. ist Joji. Kennst du auch ja. die Song? Genau, ja. Ihm, da, ne? Das könnt ihr jetzt googeln, genau, richtig, ja. Joji und Filthy Frank, so sind die ja. Person und Filthy Frank hat ja auch immer so Stuff gemacht, so voll den crazy, stupid, aber irgendwie auch ein bisschen genialen Shit, so. Und dann hat er halt diesen Wandel gehabt und ist einfach Joji geworden. Einfach so ein fucking most epic, sad, melancholic Character im Musiker vor allem, der ja. so kranke Songs rausgehauen hat, die auch alle viral gegangen sind. Und das ist voll die Ehre, dass ich mit dem verglichen werde. Wenn ich irgendwann Julian Bam aufhöre, dann kann ich auch sagen, okay, jetzt mache ich Musik, dann mache ich auch so Depri-Stuff. Ja, das war's schon. Ja, das war ein krasser Baby, I need baby, I didn't want to go to do. Hat er schon Song gemacht. Okay. Einblick, ich bin voll geflasht, was man voll so sieht. Voll die süßen Sachen dabei. Auch voll kreativ, süß, cool. Ja. Nein. Der war am besten, wow. mit, wo ich am Anfang in dem Greenscreen da stand. Das war da, sehr wo wir alle das war waren. Fun. Der war echt gut. War funny auf jeden Fall mal zu sehen, was da so passiert in diesen, in den Weiten und Tiefen des TikToks-Webs. Schau bei diesen liebevollen Menschen vorbei. Willst du noch irgendwas sagen? Nein, nein. Aber jetzt kann man eine Sache. Warte, stell dich hin. So. Und jetzt gehen wir so. Und jetzt reißen wir die Beine auf. Versucht mal. Reiß auseinander. Los. Stimmt, ja, Reese ist ja dabei. Der hat die Geiste zugesagt gerade. Stimmt, Reese saß ja da. Hä, lol. Im Titel war Renzo geschrieben, aber Reese hat Geist gesagt. Das waren Maxi-Fans Beine gerade. Ich bin echt. Auch mal die Fans zu appreciaten, wollte ich sagen, die sich da Mühe machen und diese sassen TikToks zu basteln. Yo, ich bin ein Profi. Profi? Ich profi nur mit B, so wie Brody. Und ich mach mal wieder Musik. Ist ja nicht so, als hätte ich's schon gemacht. Denn yo.